Würdest du, ist Frieden immer da? Kann man sagen, Frieden ist? 100%ig. Das wird jede Meditation einen lehren, behaupte ich. Ich sag's mal so, Abuna Samai heißt übersetzt Vater der Herzen, und ich habe mal also mir angegeben worden, ja, was es überhaupt bedeutet, dass es einen Schöpfungsbereich gibt. Das ist der allererste Schöpfungsbereich, der heißt auch Heimat. Der hat eine einzige Aufgabe, dass die göttlichen Qualitäten über alle Schöpfung verfügbar sind. Das heißt, wenn sie nicht da wären, gäbe es dies, würde es gar nicht existieren. Und das ist jetzt nicht nur Friede, das ist auch Liebe, das ist auch grundlose Freude, das ist Bewusstheit und das ist Energie. Das sind so die Qualitäten, für die diese Ebene sorgt, dass das überall in Schöpfung verfügbar ist. Und das ist aber jetzt das Schwierige. Ja? Jeder hat jetzt in Brüssel so die Aufgabe, dass wenn du in deinem Leben ein Thema hast, egal wie leidvoll das sein mag, ja, das kann richtig Horror sein, trotzdem den Frieden darin zu erkennen. Wenn du das schaffst, gesagt, dann kann ich Vergängnis zugreifen und dann kann es vorbeigehen. Das ist verrückt manchmal, aber das ist meine Erfahrung. Und du wirst merken, wenn man nur ein Leiden hast, was irgendwie scheinbar nicht vorbeigeht, dann nur deswegen, weil du ständig irgendwie im Widerstand bist, im Reagieren bist und so weiter. Wenn du merkst, dass du endlich mal, die meisten Menschen brauchen dieses Aufgeben von wegen, oh, ich kann nicht mehr. Ja? Puh, dieses ständige Kämpfen mit dieser Sache brauchen sie. Dann ist das eine Art Zwangshingabe, ein Zwangsfrieden von wegen, ich kann nicht mehr. Ich höre mal auf mit dem Widerstand. Das ist irgendwo. Ja, der erzwungene Friede, wenn man so möchte, und dann geht es vorbei, komischerweise. Ne? Ja klar, hättest du auch früher freiwillig machen können. Also wegen diese Übung, selbst im dunkelsten Loch, wenn man so möchte, des Lebens zu erkennen, auch damit kann ich echt im Frieden sein. Wieso kann ich das? Ja, weil ich ein göttliches Wesen bin. Ich habe ein Recht darauf bekommen, Zugriff zu haben auf Frieden direkt. Das haben nicht alle, behaupte ich mal. Und das macht es so schön, wenn ich darin auch erkenne, dass das nicht nur dass das im Grunde die Welt, also die Schöpfung am Laufen hält und welche Funktion es hat. Ja, wenn ich also wenn etwas nicht in meinem Leben abstoßen möchte, und die meisten nehmen halt Aversion, zum Beispiel, um irgendwas aus dem Leben wegzustoßen, nur Aversion wirkt gravitativ, ja, das ist das Verrückte dabei, während Frieden wirklich, aber friedlich, ja, ohne dass Frieden sagt, das, was da ist, das ist überhaupt nicht schlimm, das ist ein Teil der Schöpfung, aber ich hole es einfach nicht aus der Schublade, wenn ich es nicht erleben will. Aber es ist nicht falsch, Angst zu haben, sondern es ist einfach nur ein Teil des Raum, der Raum aller Möglichkeiten. Und der Frieden sorgt dafür, nehme ich es raus oder nehme ich es nicht raus. Liebe sagt, ich nehme es raus, Frieden sagt, ich nehme es nicht raus, und that's it. Deswegen, ja, Frieden ist allgegenwärtig. Und wenn das mal, der Groschen da mal gefallen ist, dann kann man sehr gezielt anfangen, finde ich, sein Leben so ein bisschen auf die Bahn zu bringen, die man gerne hätte. Und Frieden ist auch genau der Bestandteil, behaupte ich, von allen anderen, die das Göttliche so ausmacht, die am wenigsten kultiviert sind. Deswegen haben wir ständig auch so ein Gedankenkarussell und sind ständig beschäftigt, innen und außen, mit irgendwas, weil ständig irgendwas angezogen wird. Und das ist Gravitation, ja. Wir haben aber irgendwie ganz wenig Stille. Für diese Stille im Geist und auch im Leben, diesen Frieden, ne, brauchst du genau das. Und das musst du im Grunde wollen und dann bestätigen, dass sehr unangenehme Empfindungen kommen und du im Frieden damit sein kannst. Und dann gehen die weg.